Das Beste ist, später mit Kraftstoff auf dem Buckel wieder zurück. Also auf dem Buckel mit dem Kraftstoff und nicht im Tank. Oh, das war eine sehr gute Idee, hier lang zu fahren. Oh ja. Das denke ich mir gerade auch. Und das, liebe Kinder, ist Sarkasmus. Ach, so geht das. Gut, dass du mir das erklärst. Okay, und ein gepflegter Teil Masochismus. Hier lang zu fahren gerade. Okay. Den Windepunkt da vorne kriege ich nie und nimmer so schnell. Ice, Ice, Baby. Oh ja. Ja, ich breche mehr Eis, aber das hilft mir nicht. Dann halt noch mal mit Anlauf. Hilfe? Ich komme nicht weiter. Aber dann noch mal mit Anlauf. Ja, ja, aber der Anlauf war. Dann zieh dich ein bisschen zurück und schieb dich mal ein bisschen weiter links lang. Mit der Front an dem Pfeiler, mit der. Ja. Dass du dich ein bisschen nach links drehst und dann nochmal probieren. Ich komme nicht mehr zurück. Er zieht nicht zurück. Du musst aus dem Lastgang rausgehen. Ja, aber ich dachte, er würde auch ziehen können, wenn und so weiter. Ja, aber dann gibst du ihm ja keine Räderunterstützung. Es ist ja langweilig. Er soll ziehen und nicht fahren. Also ich würde behaupten, ich habe jetzt zumindest gleich eine Menge Eis gebrochen. Ach komm schon, da vorne muss doch irgendwo dieses Eis aufhören. Nächste Woche stelle ich mir einen Eisbecher dazu, wenn wir hier nochmal rüberfahren. Ist schön mit Kirschen und einem Schwung Sahne. Und vor allen Dingen, um lange genug wach zu bleiben, ein Eiskaffee. Oh ja, auch eine gute Idee. Mit Vanilleeis. Und für den Fall, dass die Karte zu schlimm wird, also quasi Insel Koda-artig, noch eine eiserne Jungfrau zum Runterkommen. Eine bitte was? Was? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, ich frag mich, was das ist. Ich hab Angst. Ach, nur zu Google. Vorausgesetzt, du bist über 18. Ist das nicht so ein Folterinstrument mit so Pieksen, wo man die Leute reinsteckt und dann sind die alle tot? Nein, nein, die sterben davon nicht. Nicht sofort. Hier ist ja schon wieder so eine blöde Stelle. Okay. Dann vielleicht weiter rechts versuchen. Nope. Du.
Wie bist du über die zweite Eisfläche gekommen? Ich bin jetzt hier an einem Eissee gelandet. Ja, ich bin an der zweiten Eisfläche und ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Also ich bin da durchgefahren, ne? Ich wollte es dir nochmal gesagt haben. Ja. Ich will jetzt nicht angeben oder so, aber... Ich kann da nicht durchfahren, weil wenn ich da einsack, hänge ich da drin. Ich bin gerade quasi irgendwo im Nichts und hier leuchtet mich gerade eine Leuchtreklame an. Was ist das? Willkommen im Kapitalismus. Yellow Park, ja wirklich so im Nichts. Yellow Park, Watch... Irgendwas. Point. Watch Point. Ja, genau. Watch doch eure Pointe selber. Im Nichts. Wirklich im Nichts. Ja, Hauptsache Strom. Ja, ich weiß nicht, wie die den hierher gekriegt haben. Okay. Dann ziehen wir uns halt wieder nach hinten raus. Jetzt einfach lang. Vielleicht kommen die auf der anderen Seite wieder runter. Dann fahren wir vielleicht da lang. Ah, hier geht's. Man muss also links der Dinger vorbeifahren, nicht da, wo die eigentliche Straße sein sollte. Ich achte lieber nicht auf meinen Sprit. Nö, ich lohnt auch nicht mehr bei mir. Ja, vor allem, wir wollen die Route ja wieder zurückfahren. Du. Ja gut, ich kann das Fahrzeug ja oben stehen lassen. Weil wir müssen den Kraftstoff ja irgendwann mal zurückbringen. Da tut der Kraftstoff. Ich weiß, soll ich ihn trinken und wieder zurückbringen? Und Leo... Dann raus aus dem Dirk und ab ins Bett. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Danke fürs Vorbeischauen und viel Spaß. Wait. Ja doch, hab einfach Spaß im Bett, das ist okay. Ich glaube, Spaß im Bett kann man jemandem schon mal wünschen. Ich weiß ja nicht, was du da so tust, aber ich will es auch gar nicht wissen. Aber hab Spaß dabei. Er googelt sich die neuesten Witze und liegt kichernd da und dann hat er gesagt... Ja, das nennt sich dann Spaß. Euch immer eine Handbreit Eis unter den Reifen. Ja, danke. Dann hab halt keinen Spaß im Bett. Ist auch okay. Ja, jetzt ist es mit dem Spaß vorbei. Und dann halt eine Handvoll Ernst im Bett. Das sagt man doch so, oder? Ja, du kannst uns auch gerne einen Mastbruch wünschen. Das ist okay. Wir können damit umgehen. Also, Fakt ist, ich habe jetzt einen schönen Ausblick. Ich bin jetzt hier oben mal zum schönen Ausblick gefahren. Hier gibt's eine Aufgabe. Ich glaube, wir müssen hier nochmal her. Ja, dann nimm die Aufgabe doch mal an. Ich hoffe, die heißt, du musst einen schönen Ausblick fahren. Nee, ich glaube, das ist das Ziel. Verdammt. Wahrscheinlich. Ich fahre ja nie wieder weg, ey. Das ist doch... Aber ich habe in diesen Eisflächen hier so ein bisschen Cola-Vibes. Das finde ich nicht okay. Okay, es gab zumindest Sprungwasser. Oh, es gibt da ein kleines Unfallproblem. Ich fahre jetzt nicht wieder zurück, das kannst du vergessen. Da kommst du eh nicht hin, ich bin hier an so einem Hang. Du hast also einen Hang zum Unfall, verstehe. Ich habe hier unten eine Straße gesehen und habe mir gedacht, ach komm, häng dich mal rein. Mhm. Ja, die Straße sehe ich auch. Ich glaube, das ist die Straße, wo wir eigentlich lang wollten.
Mhm. Du verstehst meinen Plan? Ich habe mich jetzt einfach mal die Klippen runtergestürzt. Moment, das ist doch normalerweise mein Plan. Ja. Das der Satishu-Plan. Herzlich willkommen bei dieser YouTube-Folge, die heute heißt der Satishu-Plan. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr seht mich heute beim Berg runterstürzen. Ja, eben das nicht, war die erste Intro-Szene. Besser wird es natürlich nicht. Ach, falsch, ihr seht mich nicht, weil ihr guckt bei Satishu heute die Folge Ice Ice Baby. Aber auch da wird es nicht besser. Also hofft nicht so viel, sondern zieht euch den Scheiß rein. Oh ja. Ah, yay, die nächste Eisstelle. Ich habe irgendwas gefunden, ich weiß noch nicht was. Aber es sieht aus wie eine Fabrik. Ja, wahrscheinlich können wir da Dinge produzieren, die alle unsere Probleme lösen. Betonblöcke, Ersatzteile, Metallrollen, Stahlträger. Sowas kriege ich hier. Ja, Betonrollen wollen wir doch da oben haben. Das Gute ist, ich bin jetzt hinter diesem Problem. Ich hoffe, dieses Problem hat auch eine Lösung. Das denke ich schon. Ja, mein Spritzer hat 50%. Ah, ich decke mittlerweile auf. Sehr gut. Also wenn ich beim Kraftstoff ankomme, werde ich Kraftstoff aufnehmen, so viel es geht, und dann so weit zurückfahren, wie ich kann. Und nächste Woche muss ich dann halt mit dem Tankfahrzeug hier hoch. Moment, das ist eine Schlammpfütze und keine Eispfütze? Wuhu! Endlich wieder Schlamm! Zack und durch. Okay, ich komme nicht an. Eingestürzte Brücke. Wir brauchen hier 3 Betonplatten und 3 Stahlträger. Siehst du, wo ich bin? Ja. Gut. Siehst du, wo ich bin? Ja. Hey, da unten gibt's Stahlträger. Nein, Stämme. Aber hier gibt's keine Aufgabe für die Steine. Das muss irgendwie eine Zentralaufgabe mit sein. Also hier ist kein gelber Fleck. Oh, ich habe ein Stoppschild überfahren, rückwärts. Aus der Nachbarstraße. Also, falls jemand ein gebrauchtes Stoppschild kaufen muss, hier liegt eins günstig abzuholen. Gucken für Selbstabholer. Bam, bam, bam. Nee, da kann man Überwachungspunkt bauen. Das ist es auch nicht. Vielleicht ist es. Nee. Es gibt glaube ich, keine. Weil das ist Bretterproduktion. Das ist Bretterproduktion. Wenn ich die Sachen so durchgucke. Okay. Es gibt Sägemühle letzte Phase. Da gibt's kriegst du einen Tiger 6455B und ein Lagerhauszuger. Aber ich glaube. Du. Ja, ich weiß. Du musst ihn dann separat leider nochmal freischalten. Genau. Oder kaufen. Ja. Ja, Sägemühle letzte Phase. Kriegst eine Sägemühle. Und dann halt beende alte Sägemühle. Aber das war's. Und ansonsten können wir halt die beiden Tunnel freischalten. Bedeutet, wir können diese Steine da nicht wegkriegen. Nicht durch die großen Aufgaben.
Okay, dann wird es irgendwo noch eine kleine Aufgabe geben. Wie gesagt, ich bin ja jetzt hier dahinter, also behind the scene, hinter den Kulissen. Auf der guten Seite. Warte mal, wo bin ich eigentlich? Ich wollte doch eigentlich rüber zum Lager. Du hast den Schatz vom letzten Herbst entdeckt. Ja, ich will aber eigentlich... Nee, vom Lagerhaus komme ich. Ich bin auf dem richtigen Weg. Aber hier ist doch auch schon wieder eine kaputte Brücke. Ich sehe das doch schon. Oder? Aber du kannst die Mission auch direkt annehmen. Was soll ich? Die Schatz vom letzten Herbst kannst du direkt annehmen. Hab ich doch gemacht? Nö. Hat er aber gesagt? Okay, dann muss ich da wahrscheinlich auch nochmal rüber. Dann haben sie das auch geändert. Ich fahr nochmal mit Schwung. Ich fahr nochmal zurück, vielleicht habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich fahr noch auf jeden Fall nochmal ganz kurz da oben hoch zu dem Nordding, was da vielleicht auch nochmal ein Lagerhaus oder sonst irgendwas sein könnte. Ja, jetzt ist aktiv. Ja, jetzt habe ich auch ein gelbes Kringelchen mehr. Ja. Aber war ja klar, dass man die Kraftstoffe nicht so einfach bekommt. Wäre ja auch zu einfach. Du willst dein LKW repariert haben? Und nachgetankt? Boah. Ein kleiner Felssturz. Na, vielleicht ist es ja. Oder? Ja, langsam drüber fahren, aber erstmal 10 Motorschaden, ist klar. Ja, du warst halt nicht so schnell wie Schrittgeschwindigkeit oder so. Hier ist das Overlook-Hotel, alles klar. Hey, ich habe noch 98 Sprit, das wird gut. Ja, ich habe zumindest noch 150. Ja, der Feine hat ja nachgetankt. Ja, weil ich. Ich wusste, hab nachgetankt. Ich bin der Täter Techo. Bin hier der Hort. Weil ich schlauer bin als du. Ja. Gut, dass du es einsiehst. Komm dich gleich abzapfen. So, warte mal, was ist das? Den falschen Ort und falsche Zeit hast du auch. Ist das etwa eine Werkstatt oder eine Tankstelle? Oder ein Lagerhaus? Das sieht aus wie ein Lagerhaus. Da, und da gibt es Unterkünfte über große Frachten und Fahrzeugersatzteile. Ja, dann. Schön. Gut. Ein Kanister Sprit wäre mir lieber. Einfach in den Tank spucken, das ist ein Russe, der fährt mit allem. Wir haben ja schon rausgefunden, wir fahren nur mit Wodka, also reicht die Spucke. Ein straßenartiges Ding. Geht wohl einmal darüber, okay. Da drüben steht ein Fahrzeug. Dann fahren wir halt einmal darüber. Was kann schon schief gehen?